der dritte Woche, die dritte Woche des Krieges in der Ukraine zeigt, dass wir, die Ukraine, eine sehr, sehr starke Nation ist, weil wir uns sehr, sehr heldenhaft, weil wir sehr heldenhaft für unsere Zukunft kämpfen. Und wie heute unser Präsident Volodymyr Zelensky sagte, während dieser 17 Tage hat Russland so viele Verluste erfahren, musste wie noch nie zuvor. Das heißt, wir sind bereit, weiter zu kämpfen und wir werden kämpfen. Weil wir kämpfen für uns, für unsere Heimat, wir kämpfen für unsere Zukunft, aber diese Zukunft, wir kämpfen auch gleichzeitig für die Zukunft Europas. Und deswegen, es ist wichtig, dass auch hier in Europa sehr klar kommt, dass wenn wir zusammen sind, dann müssen wir auch diesen Kampf gewinnen. Ich appelliere an alle hier in Europa, bitte unterstützt uns weiter, denn es gilt auch weiterhin. Der Druck auf Russland muss weiter sehr, sehr stark erhalten geblieben sein. Vor allem geht es um die Sanktionen. Sanktionen, die sehr, sehr tief eingreifen müssen. Sanktionen, die auch dazu zwingen müssen, dass Kreml, der Putin letztendlich auch verstehen kann, dass er diesen Krieg beenden muss. Es gilt auch, und das ist auch sehr wichtig, dass wir alle weiterhin sehr, sehr wach bleiben, damit wir da alles Mögliche tun, damit keine Schlupflöcher mehr existieren, um diese Sanktionen umzugehen. Es ist extrem wichtig, denn viele Businessmenschen, Oligarchen, Geschäftsleute aus Russland, aber auch aus Europa, die weiterhin mit Putin zusammenarbeiten, die unterstützen dieses Regime. Die unterstützen das Regime von Putin, die unterstützen auch den Krieg, diesen furchtbaren Krieg, diesen schrecklichen Krieg, bei dem Gottes leider die Kinder, die Frauen, die zivile Bevölkerung, die zivile Infrastruktur als Objekt der Artillerieabschüsse ist. Deswegen bleiben wir weiter wach, stärken wir unseren Druck und passen wir auf, dass die, alle Sanktionen sehr, sehr genau angewendet werden. Шановні пані та панове, я дякую всім, хто прийшов сюди демонструвати солідарність. Демонструвати солідарність, демонструвати підтримку з усім українським народом, з нашим президентом, Збройними силами України. Війна показує, що ми можемо захищатися і ми будемо захищатися. І від того, наскільки ми тут зможемо підтримувати наших співвітчизників в Україні, наших військових, залежить також і настрій в Україні. Але я не сумніваюся, що цей настрій, він дуже і дуже потужний, він дуже рішучий, оскільки йдеться про майбутнє наше, йдеться про майбутнє нашої держави, і тому в нас немає іншого виходу. Але з іншого боку, я всіх закликаю тут, в Європі, в Австрії, і надалі бути разом, і дивитися, слідкувати за тим, щоб ми звідси робили все можливе, щоб санкції, які ухвалені проти режиму Путіна, проти Росії, щоб вони й далі залишалися ефективними. Щоб ми також дивилися всі можливості, які існують, щоб ці санкції обійти, щоб ці можливості їх не було. Тому я дякую, що ви прийшли, я дякую, що ми разом. Перемога буде за нами. Слава Україні! Дякую за увагу!